Der, ich habe mir die Doku von Cristiano Ronaldo seiner Frau angeschaut, beziehungsweise Freundin, Georgina. Die hat so viel Temperament, wenn sie redet, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Eli hat Hass auf sie. Ich nicht, ich lieb sie. Ich find die ehrlich gesagt ein bisschen arrogant. Ich kann das verstehen, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran. Ich glaube, viele schauen es auf Deutsch. Zweitens, glaube ich, ist noch so ein Punkt, wenn man es auf Spanisch schaut, das sind spanische Frauen, die haben eine ganz andere Mentalität und eine ganz andere Herangehensweise als deutsche Frauen. Versteht ihr so, was ich meine? Die haben ein ganz anderes Temperament. Das sind spanische Frauen. Das ist nicht die liebe Maria aus der Nachbarschaft. Wie gut kannst du Spanisch? Nicht so gut damit, dass ich flexen würde, aber ein paar Sachen verstehe ich. Gefahr für Ronaldo aus Mannheim. Ist scheiße, frag nur für einen Freund. Ist scheiße? Das ist bei den Spaniern ganz anders, die Auffassung. Ja, plus eins. Ganz, ganz andere Auffassung. Deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig zu sagen, dass die arrogant ist. Wisst ihr, was ich meine? Man hat eine ganz, ganz andere Auffassung und so. Deswegen. Aber nicht, dass sie mit Ronaldo zusammen sein würde, hätte so viel Geld und alles. Ja, aber Bruder, woher stellst du die Theorie? Also, deine Theorie beruht einfach darauf. Du müsst bei solchen Sachen so voll aufpassen. So, du sagst ja, du glaubst. Ja, aber woher kommt dein Glaube? Du wirst es niemals erfahren, ob es andersrum auch passiert wäre, weil es halt nicht so ist. Es ist so, wie es ist. Sie hat halt, sie war im richtigen Moment, war sie am richtigen Ort. Fertig. Natürlich lebt sie jetzt besser, wenn sie mit Cristiano Ronaldo zusammen ist, aber da musst du echt auf dem Mond leben, um das nicht zu wissen. Wie es wäre ohne den ganzen Geld, können wir nicht wissen, weil Cristiano Ronaldo ist, weißt du? Yeah.